Also, Servus miteinander. Ich habe für mich und meine Kollegen viele von diesem Sach jetzt gekauft, und zwar Funkamateur Taschenkalender. Warum 24? Weil dieser Kalender jetzt im Moment sich für viele nur als Übungszweck herhalten soll. Manche sollen sich damit ein bisschen klimatisieren, beschäftigen. Und ein kleines einfach Nachschlagewerk sein. Wie es nächstes Jahr aussieht, wie er dann im Preis ist, kann ich euch nicht sagen. Ich habe ungefähr für 30 Stück 70 Cent pro Stück eins. 70 Cent mal 30 ist klar. Kriegt man dann ein bisschen billiger, Mengenrabatt, und dann kommt man auf eine gewisse Summe. Kauft man den einzeln, ist man glaube bei 90 Cent. Aber wie gesagt, wie es nächstes Jahr aussieht, 2025, kann ich euch nicht sagen. Der Kalender oder generell das kleine Taschenbuch, sage ich mal so, das kleine Nachschlagewerk, das kleine Tabellenbuch im Endeffekt, hat ein paar gewisse Tricks drauf oder Sachen, wo man einfach sagen muss, die sind schon geil. Die zeige ich euch jetzt. Und das ist schon. Wie gesagt, könnt ihr lesen, könnt ihr googeln. Ich mache das jetzt ganz kurz, ich will das auf 5 Minuten halten, das Video. So, erst mal ein bisschen Lokalisierungskarte. So, das ist jetzt mal geschwind mal nennen. Ah, ein bisschen mit Gebirge. Richtig gut. Generell, allgemein ist der Kalender sehr klein gehalten. Wochenkalender. Jetzt blättern wir ein bisschen weiter. Jetzt kommen wir mal zu den Listen. Es hat ungefähr, fängt es glaube bei Seite, ja, ist ja jetzt egal, an, und zwar hier. Wenn natürlich jemand sagt, ey, wofür brauchst du das alles? Ja, ich drücke es ganz kurz aus. Blackout. Dann nutzt einem das Smartphone nicht. Dann ist man froh, wenn man alles ein bisschen so im kleinen Buch hat und wo es drin steht. Deswegen ist der Taschenkalender schrägstrich ist wie ein kleines Tabellenbuch. Ich gehe jetzt mal ganz schnell weiter, dass man das Ganze auch kurz halten können. Ihr könnt da was damit auffangen. War jetzt ein bisschen schnell, aber Morsezeichen dürfen natürlich nicht fehlen und deutsches Buchstabieralphabet. Natürlich ganz Klassiker NATO-Alphabet und dann natürlich ja das Deutsche. Aber auch hierzu geil das Klangbild von Morsezeichen. Auch nicht schlecht, sieht man auch nicht häufig. Im Hintergrund hört ihr der Ventilator. Ist ja momentan sehr heiß, wenn ja Sommer. Wie gesagt, da gibt es auch kleine Witzchen. Ich bin zu faul, Scherz. Also, wie gesagt, der Taschenkalender, Schrägstrich für mich Tabellebuch. Es kommt am Tabellebuch schon ran. Muss man definitiv sagen. Ist geil gemacht. Und für einen Euro, sage ich mal grob, kann man sich schon mal ein bisschen so eine kleine Lektüre, wenn man sich ein bisschen mit Funk zu tun hatte oder generell allgemein mal ein bisschen damit beschäftigen oder ein bisschen ranziehen. Nichtsdestotrotz kann man sagen, oh, das ist mir jetzt aber zu viel Lektüre oder das Ganze ist mir zu teuer für einen Euro. Also. Für einen Euro das Ganze. Gut, wenn euch das zu teuer ist, dann schreibt mir das unten in die Kommentare. Und wie gesagt,
Aber wie gesagt, dass ich diese alle komplette Zahlen merke, will und kann, der ist imbar oder der ist perfekt und episch. Eine Art kleiner Meldeblock wie bei der Bundeswehr, sage ich mal so. Kleine Notizen. Und das war's auch schon. Und ganz hinten zum Beispiel persönliche Angaben und wichtige Telefonnummern. Jetzt mache ich es mal ganz krass. Wenn man den zum Beispiel mit sich führt, bei der Bundeswehr oder so generell, hat man ja auch so was Ähnliches. Und deswegen habe ich jetzt mal geschwind einfach das so gesagt, dieses Crossover im Endeffekt, diesen Schlag über. Weil was hat man? Name, Straße, Dings, Postleitzahl. Notfallkontakt ist auch sehr wichtig. Organspende, ja oder nein. Blutgruppe etc. Und dann hat man hier danach nochmal die Notfalltelefonnummer. Und. Was ganz fein ist zum Beispiel nochmal sowas Schönes, um sich einfach ein bisschen zu orientieren. Dann hat man hier nochmal die Weltkarte, wenn man es umknickt oder wenn man es aufknickt, hat man das dementsprechend so und dann ist das Ding eigentlich auch schon erledigt, sage ich mal so. Sehr nett und schön. Ich habe ja generell gestern schon die, oder vor ein paar Tagen, die unterschiedlichen Taschenkarten generell gezeigt. Und zwar die ganz kleine, dann die andere noch einmal. Also generell, da geht was. Und man kann sagen, was man will. Es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, einfach zu sehen. Ich habe einen ganzen Karton voll. Und wenn ich sage, ich habe das für meine Friends, im Endeffekt für meine Teamkollegen im Airsoft-Team und so weiter, wenn ich sage, wir ziehen das hier so richtig durch, dann ziehen wir das auch richtig durch. Also, wenn man will, kann man was finden. Und wenn man will, kann man was im Leben noch was dazulernen. In diesem Sinne bin ich jetzt eigentlich mit Tricks und Tipps, was Taschenkarten angeht, fertig. Und somit bin ich over and out. Good day, good night and good breakfast.